und herzlich willkommen zu unserem Quarantänetag 2. Wir befinden uns wieder in unserem Haus und sind am Renovieren. Im Quarantänetag 1 Video habe ich euch erzählt, warum wir nicht zu Hause bleiben müssen, also nicht nur auf unserer Meldeadresse aus, sondern warum wir auch hin und her fahren können. Also falls ihr es noch nicht gesehen habt, dort gibt es die Erklärung. Wir sind halt, wie gesagt, hier bei uns im Haus und renovieren wieder fleißig. Wir haben unser Auto mehrmals schon voll gemacht und hier hingefahren. Sachen, die wir zu Hause nicht mehr brauchen. Heute war das Weihnachtszeug alles dran. Die ganzen Kugeln, Adventskranz und sowas. Und ich freue mich dieses Jahr richtig auf Weihnachten. Auf Kekse backen, auf alles schmücken, wenn alles leuchtet. Wir haben den Kamin hier, den wir schön befeuern können und wenn es dann draußen so kalt ist. Also dieses Jahr freue ich mich richtig auf Weihnachten. Bernd streicht aktuell den HWR-Raum. Ich zeige euch mal. Hallo. Hallo. Da ist der fleißige Bernd. Und ich habe gesagt, es reicht, wenn er das streicht, das Stück. Also muss er nicht komplett. Macht das trotzdem. Ist ja nur der fleißige Bernd. Hauswirtschaftsraum. Denn da stand vorher dieser große Schrank, den haben wir jetzt hier hingemacht, einfach weil es praktischer ist. Okay. Und wir haben heute unsere Blaumänner angezogen. Ja. Bernd passt in meinen auch rein, aber ich passe. So mager bin ich geworden. So mager ist er geworden. Bei mir passt er kaum noch hier mit meiner Pocke. Verkehrte Welt. Können wir mal tauschen. Ja, ich wollte erst vorschlagen heute, willst du meinen anziehen und ich zieh deinen an? Na, dann hätte ich mit meinem Knackarsch aber abgelenkt. Ja. Machst du sehr fein. Was? Sieht doch schön aus schon. Ich guck mal eben. Jetzt wollen wir drüber gehen, ne? Ja. Ich guck mal nur eben, dass der Etti hier keinen Mist macht. Ja, mach was für dich. Smurfy? Komm. Komm her. Und ich wollte hier ein bisschen aufräumen in unserem Gäste-WC. Hier habe ich nämlich so die Putzmittel und Lappen alles gelagert oder wie auch immer. Und hier werden am Montag kommen Bernds Eltern, machen diese ganzen Silikonfugen neu. Da unten auch. Ich wurde gefragt, ob dieses Fell von Smurfy, was wir ihm geschenkt haben, noch lebt. Ja, das lebt. Man muss aber aufpassen. Also er fetzt es wirklich gerne. Wir sind jetzt so in der Eingewöhnungsphase, dass er das nicht immer sofort fetzt. Ich gehe dann eben. So, bringe ich die Sachen nach oben. So, hier sind alle unsere Sachen schon mal. Und wir benötigen zum Streichen so ein Ding hier. Für die Decke im Gäste-WC, damit wir den dicken Eimer nicht mitschleppen müssen. So. Vergessen die Decke, ne? Bitte? Vergessen die Decke zu streichen? Nee. Also haben wir doch gesagt, machen wir später. Echt? Echt? Ja. Das ist nicht schlimm. Nein. Soll ich dann schon mal Farbe rüber schütten? Na klar. Guck mal, wie schön er da jetzt liegt. Schön. Ja. Das werde ich ja wohl hinkriegen. Fast leer. Dann ist es auch nicht so schwer. So. Okay, einen Lappen habe ich. Super. Bernd wollte hier schon mal unsere Küchenlampe anbringen. Der hat nämlich gestern Abend schon abgemontiert in der Küche. Und wir haben jetzt nur noch eine Glühbirne in unserer Wohnung in der Küche.
Na, hast du gemacht, ganz fleißig, die Lampe abmontiert in der Küche. Ja, klar. Geabmontiert. Ja, wie befohlen. Das habe ich nicht befohlen, das war deine Idee. Ja, wir haben geschrieben. Ja. Soll ich dich öfter... I will kill you. Soll ich dich öfter anschreien? Stehst du da drauf? Noch öfter. Noch öfter? Das ist bescheuert. Und du bist Else Kling, du willst immer aus dem Fenster glotzen. Ja, ich bin Handlanger. Stinkt das. Wonach, warum riechst du denn da dran? Chlor. Sag mal, deine Hände. Du bist reinlich. Deswegen riecht's so. Nach Chlor. Ja, darum, ne? Weiß ich nicht. Smurfy, sag mal. Smurfy, fass mal dran. Hast du von der Zunge gut? Ich assistiere doch schon, ich halte den Akkubogen. Ja, aber richtig assistieren, nur halten und Talafiti. Talatiti? Talafiki. Was? Was soll ich machen? Jo. Was hier? Das muss gehalten werden wieder. So groß bin ich nicht. Er muss immer... Etti, du kannst hier nicht hochspringen. Das ist ein süßes Mädchen im Fernsehen. Ja. So. Ja. Jetzt muss ich das halten. Da sehen die Zuschauer... Brauche ich jetzt ein paar Minuten. Eine Minute bestimmt. Ja. Eine Minute brauche ich bestimmt jetzt hier, Schatz. Jetzt seht ihr, wer den Umzug wirklich macht. Ich. Ein Viertelstück oder ein Fett oder so, bitte. Ja, wo soll ich mir den Tritt herholen? Schatz. Ja, Schatz. Tritt doch auf den Tritt. Ich habe keinen. Haben wir keinen Tritt? Einen Eimer habe ich. Ja, nee. Eine Schuhe. Nee. Ich war mit nichts zufrieden. Betty, aus! Ich hab keinen Schritt, den haben deine Eltern weggenommen. Dann verliere ich so. War das nicht hoch genug gehalten? Nee. Viel zu bang. Eben hier kann ich mich draufstellen. Na was, vielleicht geht das so. Und ich, nee. Ich beeile mich noch. Ja, ich bitte drum. Etty, du kannst jetzt alles machen, weil wir nicht aufpassen können. Ja, wir können auch aufpassen. Der Ragnar fällt gleich raus. Aus dem Bauch. Ich kann dann mitlaufen. Ich habe 10 Sekunden. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Danke. Soll ich noch mal halten? Nein. Bloß nicht. Bitte pass auf. Kannst du mal sagen, ob die Schraube passt? Ich sehe nichts, da sind deine Finger vor. Ja, die ist... Jetzt und jetzt zum Fenster die Lampe. Zumindest hier auf dieser Seite. Von hier. Wieso, was ist von da? Wenn du es siehst, dann siehst du es, wenn nicht, dann nicht. Was denn, dass es schief ist? Ja. Die Decke ist aber schief. Die Decke ist schief, ist so. Ich mache den Test, ob es funktioniert. Wir mussten zwischenzeitlich die Kamera ausstellen. Weil ich ausgerastet bin. Ja. Okay. Wo ist denn hier der Lichtschalter? Da wurde der Rücktast. Nein, geht nicht. Jetzt! Es geht. Sonst wird das Video gesperrt, so frech wie du warst. Für was ist denn die Steckdose? Ja, da ist noch nichts drin. Da können wir was reinmachen, wenn wir aber möchten. Da ist auch Schalterstrom dran, dachte ich. Ist das nicht ein... Gefällt dir die? Ja, hier wirkt die irgendwie hässlich. Die ist richtig hässlich. Ja. Wir können die jetzt dran lassen und dann gucken wir,
Dann würde ich die eher... Wenn wir hier sind, noch schön, wenn wir hier wohnen. Dann würde ich eher so einen aufholen. Ja. Dann kann ich hier... Passt besser. Sorry, das war echt, ich habe voll Krampf gekriegt. Ja, glaube ich dir. Ich wollte nicht fallen lassen. Glaube ich dir. Wir haben heute unser altes iPad beim Aufräumen wieder gefunden. Wir haben nämlich hier zu Hause noch weitergemacht mit, also Bernd hat im Keller entrümpelt und die Kartoffelkiste, die wir letztes Jahr gebaut haben, Moment, ich drehe mal um. Also die haben wir letztes Jahr, hat der Bernd die gekauft, diese Kartoffelkiste, wo man Kartoffeln lagern kann. Und ja, wir hatten einmal kurzzeitig Kartoffeln drin. Und jetzt hat er sie wieder abgebaut. Wir nehmen das Holz erstmal mit. Aber ja, das hat so nichts gebracht. Ne? Die Kartoffelkiste hätten wir uns klemmen können. Ja, und ich habe halt im Schlafzimmer und im Flur noch ein bisschen weitergemacht. Und da haben wir unser altes iPad wieder gefunden. Und das habe ich jetzt, oder Bernd, er gesagt, wir beide haben es wiederbelebt. Und der Plan ist, dass wir das halt dann in der neuen Küche so hinstellen können. Und Chefkoch, ihr wisst, ich bin ein Fan von Chefkoch, ja, super darüber nutzen können. Und weil ich das Rezept wiedergefunden habe in diesem Chefkoch, was hier drin gespeichert ist, habe ich das direkt mal ausprobiert. Also das muss jetzt noch in den Backofen, das ist noch nicht fertig. Weil das hört sich richtig lecker an. Und da freue ich mich gleich drauf. Ich stelle das jetzt mal in den Ofen. Lass ich das da schön brutzeln. So, und jetzt gucken wir nur noch den Film Bohemian Rhapsody oder so mit Queen. Den haben wir schon mal, also nicht mit Queen, mit, also diese Biografie von Freddie Mercury, die haben wir schon mal gesehen. Und das schauen wir uns an. Und ich habe Übungswehen irgendwie die ganze Zeit. Ich lege mich jetzt hin und deswegen, ja, schönen Abend noch. Tschüss!